Vom Südfunk Stuttgart hören Sie das Wort zum Sonntag. Es spricht Weihbischof Franz Josef Kuhnle, Rottenburg. Manchen von Ihnen, liebe Zuschauer, wird es sicher nicht leicht fallen, nach einem so großen Fußballtag jetzt umzuschalten auf ein Wort zum Sonntag. Ich kann das verstehen. Ich war heute Nachmittag dabei im Stuttgarter Neckarstadion. Jubel, Spannung, der Aufschrei der Massen, wenn die Spielszene sich vor einem Tor dramatisch zuspitzte. Und dann, nach dem Schlusspfiff, Enttäuschung bei den einen, Jubel bei den anderen. Wir haben gesiegt. Wir. Nicht nur die Elf da unten auf dem Rasen. Spieler und Zuschauer waren unversehens zu einer großen Familie zusammengewachsen. Und als die Siegestrunkenen vor einigen Stunden dann aus dem Stadion drängten, da stimmten sie mit fast religiöser Inbrunst. So feierten die Christen von Anfang an jede Woche den Tag der Auferstehung. Damals noch ein gewöhnlicher Werktag, versammelten sie sich in aller Frühe, um Gottesdienst zu feiern. Sie wussten, dort begegnen wir dem lebendigen Christus, der seinen Sieg mit uns teilen möchte. Später wurde dieser Tag zum Feiertag und unser Sonntag war geboren. So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. Verständlich dieser Wunsch. Und doch wissen wir alle, dass er nicht in Erfüllung geht. Unsere Jubel- und Festtage sind kurzlebig. Für einen Augenblick erleben wir den Himmel auf Erden. Und kaum sind wir richtig drin, ist schon alles wieder vorbei. Ja, der Himmel, der müsste ewig sein. Aber den kriegen wir nicht in dieser Welt. Auch der Sonntag hat nur seine 24 Stunden. Wenn wir ihn als Christen feiern, fliehen wir jedoch nicht aus den Realitäten dieser Welt. Vielmehr entdecken wir eine neue Wirklichkeit. Die Entscheidung ist gefallen. Jesus hat durch seinen Sieg über den Tod die Mauer durchbrochen, an der wir sonst zerschellen müssten. Die Mauer der Schuld, der Sinnlosigkeit und letztlich des Todes. Wer sich auf seine Seite schlägt, der weiß, das oft so hoffnungslose und schwache Spiel unseres Lebens ist im Letzten gewonnen. Die Anhänger des neuen deutschen Meisters haben heute allen Grund zu feiern. Die Anhänger Jesu finden jeden Sonntag den Grund zu feiern und diesen Grund hat Gott uns selbst gegeben. Liebe Zuschauer, es gibt wunderschöne Dinge auf dieser Welt, Gott sei Dank. Und dazu gehört für manchen auch der Fußball. Genießen wir diese glücklichen Augenblicke und machen wir sie nicht madig. Doch wir sollten sie auch nicht überstrapazieren, indem wir versuchen, sie zu unserem ganz privaten Himmel auszubauen. Unser tiefsitzender Hunger nach Freude lässt sich mit Glückshäppchen allein nicht abspeisen. Nehmen wir sie vielmehr als Appetitanreger auf das, was Gott selbst uns bereitet hat. Ob enttäuscht oder beglückt über den heutigen Spielausgang, ob Fußball begeistert oder nicht, ich wünsche Ihnen allen morgen einen Sonntag, an dem Sie etwas verschmecken von dem Leben, das Gott uns schenken will.